Gewährt Vorteile erhöht erlittenen Schaden. Ja, das ist der Ring. Ein Ring aus dem Kinn des Eingebetteten. Gewährt verschiedene Vorteile, die mit höherem erlittenen Schaden bezahlt. Die Ketten des Eingebetteten können Menschen in Sklaven der Lust verwandeln und sie in den Ruinen treiben. Dieser Ring verstärkt diese Eigenschaften. Ja, ich glaube, der hebt ein paar Attribute an, aber wir nehmen halt mehr Schaden. Also kein so guter Tausch, meiner Meinung nach. Wir können ja einfach mal kurz gucken. Genau, erhöht Leben, Beweglichkeit und Traglast. Beweglichkeit sollte ich eigentlich mal steigern. Kondition, ja. Hier war nichts. Du legst dich jetzt mal schlafen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Gut, dass ich das während dem Kampf ausprobiere. So. Ach ja, der Schlüssel übrigens, den habe ich auch ganz vergessen. Garnisonshof-Schlüssel müsste es gewesen sein. Öffnet den Garnisonshof von Eleum Lois. Der Garnisonshof wurde zur Eindämmung des Chaos errichtet und ist bis zum heutigen Tag warten Eleum-Ritter darauf, dass jemand den letzten Befehl des Königs getreu den Vorstoß auf die geschwollene Flamme leitet. Ja, bevor es da hochgeht, wieder in die Richtung. So. Das müsste der Garnisonshof sein. Genau, Garnisonshof-Schlüssel benutzt. Ich könnte jetzt theoretisch in den Sarg steigen. Will ich allerdings nicht. Ich will nur das Leuchtfeuer hier entzünden. Mehr nicht. Dankeschön. Mir fällt gerade ein, warum habe ich hier Aromaschlick drin? Was heißt, es fällt mir ein, es fällt mir eher auf. Hi. So. Wärst du so freundlich zu sterben? Danke. Au. Oh. Wo kommst du her? Du hast mich erschreckt. Das fand ich nicht so nett. So, erinnert ihr euch noch an diesen Raum? Diese Truhen waren alle eingefroren. Und da guckt ihr die Lanze vor dem Wallgolem durch. Außer dieser Truhe hier, die war speziell und hier steht's ja auch. Nein, hier steht's nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Mimik. So. Das war eine Mimik. Katharina-Rüstung. Den Helm haben wir ja bereits gefunden. Jetzt haben wir auch die Rüstung. Eine Titanitscholle. Lebenssteine. Graue Brocken wären mal wieder nicht schlecht.
Raketenleuchtfeuer. Und Leuchtkäfer. Ja, der von hier aus ist uns gefolgt. So, und jetzt, da wir hier was sehen, sehen wir, dass wir Gegner sehen. Oder einen Zugang. Oh, hehehe. Jetzt sehen wir die Jungs mal in Natura. Erinnert ihr euch noch an die ganzen Phantome mit dem großen Schwertern? So. Das war einer von ihnen ohne Phantomumhang. Also Phantomerscheinung. Ja, und das hier sind auch wieder Hüllen. Beziehungsweise, sie sehen aus wie Hüllen, aber ich glaube, es sind normale Untote. Also noch mit Verstand. So. Könnte gut möglich sein. Und ja, hier brauchen wir einen Wahrheitsverkünder tatsächlich. Um ein kleines Secret zu finden. Juhu. Durgos Hut. Ein beim blauäugigen Durgo beliebter Monokelhut vergrößert die Reichweite von Pfeilen. Der Held Durgo, ein herausragender Bogenschütze, verteidigte seine Heimat mit seinem Schwager gegen Eindringlinge. Lanafirs Politik der Abgeschiedenheit zum Trotze war Durgo auch außerhalb des Reiches bekannt. Erhöht Reichweite von Pfeilen. Ja, und wir haben ja noch die Katharina-Rüstung. Seltsame zwiebelförmige Rüstung. Diese Rüstung macht einen recht absurden Eindruck, doch ihre vielschichtige Bauweise wehrt körperliche Angriffe ab. Allen Legenden zufolge trugen tapfere Katharina-Ritter die Rüstung, wenn sie mutig in die Schlacht zogen. Ja, so wie Siegmeier von Katharina. So, hier müssen wir runter. Weil hier dürfte nichts mehr... Obwohl, ist hier die Truhe aufgetaut? Ja, hier ist ja noch eine aufgetraute Truhe. So, mit drei Elisabeth-Pilzen. Oh. Die, die man nicht sieht, sind immer überraschend. Die man sieht, sind es nicht. Oh, hi. Du machst komische Geräusche diesmal, Kumpel. Ja. Ja, das da unten kennen wir. Die Hunde und alles. Wow. Du mich auch. Wohohoho. Nichts für ungut, aber ich mag es nicht, im Kreuzfeuer zu stehen.
Komm hier rein. Und stirb. Danke. Priesterglocke plus 8. Das ist... Ja. Nein. Die Klerikerglocke ist besser. Hast du Angst, mich im Nahkampf anzugreifen? Hi. Tschüss. Da ist gerade was durch die Wand geglitscht. So, tschüss mit dir. Erstmal nach oben, weil soweit ich weiß, genau, ist oben eine Abkürzung. Und Elisabeth Pilze. Jo, wir sind wieder hier. Das ist doch schön. Au. So, weg mit dir. Und ja, vielleicht sollte ich mal einen Speer reparieren gehen. Das sind ja nachher nur zwei zusätzliche Lancer, durch die ich mich durchboxen muss. Hier muss ich ja eigentlich gar nichts mehr machen. Ansonsten. Aber ich spare mir den ganzen Umweg. Und stehe nachher nicht mit kaputtem Speer irgendwo in der Pampa rum. So, safe is safe. Die stehen trotzdem auf. Auch wenn ich sie in Ruhe lasse. So. Au. Das war wieder mal zu übermütig. So, du bist tot. Hier kann ich alles ignorieren. Ich muss ja nur hier runter. Den da muss ich noch mal ausschalten. Der macht mir nämlich sonst meinen Abstieg zunichte. Au. Stechen wir mal hinter der Deckung zu. Hi. Oh, das sieht cool aus. Mit coolen Angriffen beeindruckst du mich aber nicht.